Recht herzlich willkommen zur 21. Folge von Avorion. Ja, da hinten ist unser Ziel, das sind die Piraten. Ich habe mir das überlegt, ich denke, wir kriegen da am ehesten Bauteile zum Beispiel. Es sind natürlich irgendwie 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es ist also nicht wenig. War das jetzt ein. Nee, das ist ein Bandit, aber da kriegt man die lukrativen Bauteile eigentlich weg, ne? Haben wir letztens ja auch gehabt, dass wir da drei von zerstört haben dann. Wenn wir mal näher ranfliegen, ne? Dann geht das auch. Und dann müssen wir uns die mal anschauen. Weiß jetzt gar nicht, habe ich die ausgewählt? Das war eben eine ausgewählt, auf jeden Fall. Das sind Piraten, ne? Das ist schon mal klar. Und das ist der Frachter. Das ist auch klar. Und jetzt müssen wir mal bremsen, ne? Und die kämpfen da oben und der Frachter kämpft hier. Cool, oder? Dann 2, 3 aus und los geht's, oder? Mal was falsch verlieren? Nein, ich glaube nicht. Ich gehe von aus, dass da oben auch die Piraten sind, ne? Ja, die greifen auch Bergbauroboter an, dann können wir auch Piratenfrachter angreifen. Der ist wahrscheinlich zwar etwas wehrlos, aber das sind die Bösen. Knallt auf jeden Fall gut, ne? Fracht ist auch schon irgendwie verloren. Die fliegt hier rum, ne? Krieg ich die denn eingesammelt? Oh, ich glaube, man hat uns schon. Ne, krieg ich auch nicht eingesammelt. Keine Ahnung warum. Also da machen wir erstmal weiter gerade. Da gibt es jetzt schon das erste Bauteil. Ja, das ist nur Dingensmüll, Müll, sag schon. Wrackteile sind das, die ich jetzt hier gerade habe. Kann auch nicht mehr weg, ne? Eigentlich können wir uns jetzt erst um die anderen kümmern. So, da kommen die ersten Schüsse. Gut, wo sind sie? Da ist einer. Da ist ein Bandit, der kriegt jetzt auch erstmal. Irgendwie will er nicht so gut treffen, ne? Wir müssen nur aufpassen, dass wir nicht. Ich sag schon, da müssen wir treffen. Den haben wir ja gleich erledigt, ne? Und unten müssen wir immer im Auge behalten, dass wir nicht gleich kaputt gehen, ne? Guck mal, da ist einer viel näher, glaube, ne? Ne, das ist der Schrott. So. So, sieht doch gut aus, ne? Müssen nur unten den grünen Balken, der da langsam nicht mehr grün ist, im Auge behalten. Glaube, dieser hier ist jetzt auch gar nicht so wichtig gewesen, sehe ich gerade, ne?
Moment, ich muss mal schön drehen hier erst. Ich glaube, der kann nicht mehr. Doch, der kann auch manövrieren. Ja, wo muss er noch eine Düse haben? Aber von dem kriege ich gar keinen Treffer. Ich kriege nur von dem dann Treffer. Nee, da oben ist. Oh Gott, ich glaube, wir müssen weg. Das schaffen wir nicht. Definitiv schaffen wir das nicht. Weil, ne, das sind dann doch zu viele. Da kommen welche nach. Das war nicht so schön. Wenn man da links sieht, was da los ist, dann brauchen wir nicht reden, ne? Obwohl, wir können wegfliegen. Und dann drücken wir gleich die schöne B-Taste, ne? Dann hier auf Reparieren. Müssten wir easy going haben. 5 Sekunden muss ich noch warten, okay. Und dann ist wieder heile. Dann können wir eigentlich schon wieder angreifen, ne? Sind die alle auf der gleichen Stelle? Komm einfach ins Gefecht. Die machen immer noch den gleichen kaputt, ne? Kann das sein? Und die da hinten? Ist er bewegungsunfähig? Könnte das sein? Den nehmen wir auf jeden Fall jetzt erstmal. Oh, die greifen sich sogar gegenseitig an. Sehr schön. Dann brauchen wir nur diesen hier mal gerade so ein bisschen machen. Und dann, ja, nehmen die uns Arbeit ab, sagen wir so, ne? Der ist kaputt. Die Piraten untereinander, auch cool, ne? Wir müssen treffen, müssen wir aber eigentlich schon mal, ne? Ob wir derjenige sind, der den ja gleich kaputt schießt, ne? Jetzt ist er dran, ne? Und er mich jetzt beschießt hier. Ah, dahinter, der ist natürlich... Ich glaube, das sind die Zolter, ne? Genau. Und die haben schon bessere Waffen, wie man sieht, ne? Jetzt müssen wir da mal ein bisschen weg, weil der Strahl ist ein bisschen dichter. Aber das will ich auf jeden Fall haben hier noch. Nur aufpassen, ne? So, mal weg. Ja, das bringt jetzt so nichts, ne? Einen haben wir noch ein Visier, den wir auch als erstes haben müssen. So, mal gucken, dass wir die 25, nee, 50, keine Ahnung wie lange. Geht noch nicht, 15 Sekunden noch. Ein bisschen zurückfliegen.
Kriegen wir schon noch hin. 15 Sekunden. Die schon rum. Ja. So, und dann wieder in den Angriff rein. Dann geht's weiter. So. Ah, da waren schon Treffer, okay. Dann wollen wir das auch gleich machen. Kriegen wir schon die erste Salve wieder ab. Von den Begleitschiffen wahrscheinlich. Okay, jetzt muss er kaputt sein. Ist er auch. Da kommt noch ein schönes Bauteil raus. Und du bist da oben derjenige, der mir am meisten Krach macht. Deswegen bist du auch als erstes dran. Ne? Der ist echt Hammer, oder? Komm schon. Jetzt muss er aber kaputt gehen da oben. Piraten greifen den Sektor an, ja, das ist mir schon bekannt. Unsere Stellung zum Objekt ist schlecht. So, jetzt haben wir ihn aber. So, der prasselt nicht mehr. Das Grüne nehmen wir auf jeden Fall mit. Jetzt machen wir den hier erst. Wir müssen aber eine gute Position rausarbeiten. Dass der da drüben vielleicht auch noch den kaputt macht. Wieder getroffen, ne? So ist nicht. Und wir müssten eigentlich zusehen, dass wir erst uns wieder reparieren. Kriegen wir den vorher kaputt? Ja, kriegen wir vorher kaputt. Danach müssen wir aber erst reparieren gehen wieder. So, einmal weg. Wo ist der? Da ist der. Wen wir da treffen oder nicht treffen, ist auch eher nicht so spielentscheidend. Hauptsache, wir machen wen kaputt, ne? B. Reparatur. Reparieren. 5 Sekunden. Warten wir es gerade ab. Fertig. Und auf geht's in den Kampf. So, Reichweite haben wir, glaube ich, schon wieder, ne? Aber irgendwie ist hier ziemlich viel los, ne? Muss man einfach sagen, ne? Weil, ne? Irgendwas Wichtiges muss hier sein. Weil sonst würden hier nicht so viele sein.
Das ist jetzt ein Pirat, ne? Ja. Und den machen wir jetzt platt. Der ist auch nicht lange unterwegs. Ein umkämpfter Sektor ist das, ne? So, den machen wir noch und dann denke ich mal, machen wir erst eine Pause. Die kommen auch wieder auf uns zu. Weil. Obwohl, wir sind noch nicht mal kaputt gegangen groß, ne? Ja, aber das machen wir, denke ich, in der nächsten Folge. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.